Ja, hallo Leute, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. Heute kein klassisches Tutorial, sondern ich möchte mal kurz meine Videobearbeitungssoftware hier vorstellen. Filmora heißt die, da ist nämlich die neue Version 10 erschienen, beziehungsweise erscheint die in den nächsten Tagen. Und ich habe jetzt hier eine Vorabversion zum Testen bekommen. Ja, Filmora verwende ich ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Ich habe schon verschiedene andere Software ausprobiert, zum Beispiel das kostenlose Shotcut. Grundsätzlich keine schlechte Software, ist Open Source, von der Bedienung her ja so ein bisschen umständlich, um es mal so auszudrücken, ein bisschen komplizierter. Und bei mir ist halt so, bei mir ist das auch eine Zeitfrage mit den Videos. Ich möchte halt schnell zum Ziel kommen und das erlaubt mir Filmora nämlich ganz gut. Ich habe auch mal Adobe Premiere Elements ausprobiert, kostet jetzt auch nicht die Welt, ich glaube um die 100 Euro und ja, auch das war irgendwie ein bisschen langsam. Da bin ich auch nicht so schnell zum Ziel gekommen. Und dann hatte ich mal das Filmora hier getestet und habe mir gedacht, ja, ist doch eigentlich ganz nett. Weil was ich im Wesentlichen mache, ist, ich mache zum Beispiel einen Screencast und will das dann anschließend noch mit einem Intro ausstatten, noch einen Ton hinzufügen, das Ganze exportieren und vielleicht noch ein paar Übergangseffekte machen. Und das erlaubt mir diese Software nämlich sehr, sehr schnell zu machen, dass ich da einfach nicht viel Zeit verliere. Weil ich möchte letztendlich nicht die Zeit damit verbringen, dass ich jetzt hier ewig mit Videoschnitt mich beschäftige, sondern halt schnell das, was ich aufgenommen habe, das, was ich zeigen will, fertigstellen kann und exportieren kann. Ja, würde ich sagen, legen wir mal los, schauen uns mal die Software mal an. Ja, wenn ich ein Video mache, dann mache ich halt verschiedene Aufnahmen, zum Beispiel ein Screencast, nehme ich das auf, was ich am Bildschirm mache, genauso wie ich das jetzt hier mache, habe hier ein Mikro neben mir stehen, dann nehme ich den Ton nochmal extra mit auf und ansonsten mache ich auch Videos, wo ich halt mit der Digitalkamera irgendwelche kleinen Aufnahmen mache, die ich dann später zusammenstelle. Die Dateien habe ich jetzt hier zum Beispiel. Da ist jetzt alles mit dabei. Intro, Abo-Leiste, verschiedene Sachen. Und die ziehe ich jetzt einfach mal hier in Filmora im Prinzip hinein. Da gehe ich hier auf Medien, klicke das hier an und einfach die Dateien vom Explorer da rüberziehen. Dann sind die hier drin und dann kann ich die einfach hier unten auf meine Zeitleiste ziehen. Zum Beispiel mein Intro. Das erste, was er mich jetzt fragt, ist, du, die Mediendateien, die passen nicht zu deinen Projekteinstellungen. Von der Auflösung her kann das zum Beispiel sein oder jetzt hier ist der Unterschied in der Framerate. Das, was ich jetzt reinziehe, hat 30 Frames. Ja, das Video hat 25 Frames. Macht Sinn, dass ich das dann übernehme hier auf 30 Frames und gut ist. Dann kommt meistens halt einfach bei vielen Sachen, die ich mache, kommt einfach hier eine Aufnahme vom Screen, von meiner Screencast-Software, wo ich den Bildschirm aufgenommen habe, ziehe ich dann einfach hier runter. Und ich hatte ja schon gesagt, Ton nehme ich hier extra auf, bearbeite das mit Auphonic nochmal nach. Auphonic macht dann im Prinzip ja gleich die Lautstärke an, filtert Hintergrundgeräusche und sowas raus und das klingt dann einfach ein bisschen besser. So, ziehe das ebenfalls jetzt hier runter und man sieht, man hat hier so eine schöne Funktion, dass es hier auch gleich so einschnappt, dass es gleich so zugeordnet werden kann. Ich kann auch mit verschiedenen Tastenkürzeln, es gibt jede Menge Tastenkürzel, die kann man sich auch einprägen beziehungsweise hier auch selber konfigurieren für so Power-User. Und dann kann ich hier zum Beispiel den Ton des Originalvideos, den blende ich jetzt hier mal aus mit Steuerung Shift und M. Dann wird der ausgegraut und dann ziehe ich das hier noch rüber. Zack. Und man sieht, das hat jetzt hier auch wunderschön eingeschnappt, dass Ton und Video dann entsprechend synchron ist. Was ich dann noch mache, sind so Übergänge. Da gibt's auch jede Menge, ist auch sehr verspielt. So muss man auch gucken, dass man da nicht zu verspielt wird. Ich mache zum Beispiel gerne diese 3D-Kugel-Effekte hier. Ziehe ich jetzt hier mal rein und ziehe das ja hier über den Übergang zwischen dem Intro und meinem Video quasi rein. Und dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich drücke jetzt hier einfach Play. Und zack, da ist jetzt mein Effekt. Also ihr könnt mir ja gerne mal Feedback geben, ob dieser Effekt jetzt schon zu verspielt ist. Ich finde den soweit ganz nett. Was ich auch noch mache, ist eine Abo-Leiste einfügen. Das ist jetzt hier meine Abo-Leiste. Die ziehe ich jetzt einfach hier mal rein und klicke dann hier an und kann die dann hier entsprechend positionieren. Also einfach mit der Maus kann ich hier irgendwelche Sachen, ich kann zum Beispiel auch das Video jetzt hier, könnte ich ebenfalls Größe verändern oder solche Späße, kann auch mehrere Videos nebeneinander anordnen und sowas, kann auch mit Steuerung Z das Ganze wieder rückgängig machen, falls ich irgendwas falsch gemacht habe und so kann ich das entsprechend ganz schnell hier positionieren. Also Abo-Leiste haben wir, die würde jetzt hier auch eingeblendet werden, schauen wir uns mal an, zack, da ist sie. Ist natürlich nicht so schick. Wir wollen das Ganze mit einer Animation machen. Ich mache ja meistens so diesen kleinen Effekt. Und das geht ganz einfach. Doppelklick da drauf. Und dann hier gibt es hier entsprechende, ja, vordefinierte Animationen. Ich mache zum Beispiel gerne diesen Boom-Effekt hier. Dann wird das so eingeblendet.
und das finde ich ganz schick. Und so hat man das ganz schnell hinzugefügt. Die neue Version jetzt hier von Filmora, die hat noch einen schicken Effekt jetzt hier. Den habe ich gerade erst entdeckt. Und zwar kann ich hier mit Keyframes arbeiten und meine Animation besser steuern. Diesen Boom-Effekt, den ich jetzt hier hatte, der funktioniert ganz gut bei so kurzen Einblendungen. Bei langen Einblendungen habe ich das Problem, dass der dann so ganz langsam rein und ganz langsam wieder rausgeht. Wenn ich jetzt so ein 2-Minuten-Video da so einblende, dann sieht das nicht schick aus. Aber mit den Keyframes kann ich das selber jetzt ein bisschen steuern. Ich zoome jetzt hier mal in die Zeitleiste hier hinein. Ich kann zum Beispiel auch die Länge von meiner Einblendung hier, kann ich hier ganz leicht durchziehen, entsprechend anpassen. Man sieht auch, dann passt sich auch die Animation an. Das ist das, was ich so gemeint habe, dass es dann langsamer und schneller wird. Und mit den Keyframes hier kann ich das da anklicken und kann dann hier so Keyframes hinzufügen. Klicke ich jetzt hier mal an, hinzufügen. Dann wird meine Animation, die ich jetzt hier habe, wird hier entfernt. Und dann sieht man, dass hier so ein Punkt eingefügt wird. Und hier kann ich dann Größe, Drehung, Deckkraft und Position entsprechend verändern. So kann ich mir dann selber so Animationen hier zusammenbauen. Ich mache hier mal zum Beispiel einen neuen Keyframe hier hinzu. Lösche den nochmal, hinzufügen. Und klick den dann an. Und kann dann hier zum Beispiel mit der Skalierung arbeiten, der Deckkraft, die runtersetzen. Da sieht man hier unten, ist dann so ein Pfeil erschienen. Und das würde jetzt einfach bedeuten, dass hier so eine Animation, so eine Einblendanimation ist. Und die kann ich halt von der Länge, von der Geschwindigkeit entsprechend steuern. Ich kann zum Beispiel auch die Drehung hier verändern. Man sieht jetzt hier, hat er jetzt hier auch noch einen neuen Keyframe eingefügt. Und dann wird das hier noch gedreht eingeblendet. Und so kann ich dann diese Animation ganz gut steuern. Hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass ich da so ein bisschen auch ein Gefühl haben muss, was denn am Ende gut aussieht. Ich muss feststellen, dass jetzt für das jetzt hier einfach so ein Preset dann ganz gut ist, wie zum Beispiel jetzt hier dieser Boom. Und so habe ich dann einfach meine Abo-Leiste hier, so wie sie ihr bei den meisten Videos, wie ihr das seht, eingefügt. Dann mache ich hier meistens noch am Ende ein kleines, nochmal so eine Animation rein. Okay, besteht also ein Übergang. Und für die Ausblendung einfach hier am Ende hinziehen. Und dann wird das Video hier ausgeblendet. Ja, ich kann zum Beispiel auch das einzelne Video jetzt hier noch bearbeiten. Einfach doppelklicken, kann er hier zum Beispiel Farbe, Helligkeit und solche Geschichten kann ich dann hier noch anpassen. Zum Beispiel, ja, gucken wir mal rein hier, Farbverbesserung und solche Sachen kann ich hier machen. Kann ich hier auf automatisch setzen. Ich kann das auch wieder zurücksetzen. Ja, das macht natürlich dann mehr Sinn bei normalen Videos. Ja, ansonsten einfach klicke ich dann auf Exportieren und kann dann sozusagen mir hier auswählen, in welches Format ich das dann exportieren möchte. Ich mache hier meistens MP4, kann die Auflösung festlegen, klicke auf Exportieren und dann geht's los. Dann wird das Ding hier einfach exportiert und anschließend habe ich mein Video. Also effektiv gesehen, wenn ich jetzt hier nicht so viel rum erklärt hätte, hätte ich hier mein Video in 2 Minuten sozusagen fertig gemacht. Ja, das war jetzt natürlich so ein bisschen das Einfache. Ja, ich habe jetzt einfach 3 Videos zusammengeklebt, eigentlich bloß 2 und eine Audiospur. Ich kann auch beliebig viele Videospuren und Audiospuren hier noch hinzufügen. Kann ich zum Beispiel noch eine Videospur hier hinzufügen. Das heißt, ich kann dann die Sachen auch entsprechend überlagern. Was ebenfalls ganz nett ist und ein schöner Effekt ist zum Beispiel Splitscreen. Solche Sachen kann ich hier zum Beispiel machen, dass ich hier verschiedene Videos einfach hier zusammen präsentiere. So, ich habe das jetzt hier mal. Ich füge das jetzt hier mal ein und das Einzige, was ich dann noch machen muss, ist hier meine Videos reinziehen. Dann nehmen wir zum Beispiel mal das hier, das Video, dann nehme ich dieses Video und dann nehmen wir doch dieses Video hier rein und wenn ich das dann abspiele, habe ich so einen schönen Effekt dann hier. Das Ruckeln jetzt hier, das liegt ein bisschen daran, weil mein Computer, ihr seht das hier schon, komplett überlastet ist. Im fertigen Video ruckelt das dann natürlich nicht. Also die Vorschau, die braucht auch entsprechend Rechenleistung. Deswegen bin ich auch auf der Suche nach einem neuen Rechner. Und das ist eigentlich so das Schöne an dieser Software, dass ich da sehr, sehr schnell zum Ziel komme. Ich ziehe zum Beispiel mal mein Ende-Video jetzt hier mal so rein. Dann sieht man das, das wird dann hier in die Zeitleiste reingeschoben mit der entsprechenden Länge hier. Hat dann auch eine eigene Tonspur, die kann ich dann zum Beispiel auch wieder ausblenden. Und ich kann halt auch mein Video jetzt hier auch zum Beispiel bearbeiten. Das sind die Farben jetzt meinetwegen zum Beispiel ein bisschen blass. Da können wir dann hier zum Beispiel den Farbton noch verändern, zum Beispiel die Helligkeit ein bisschen hochsetzen, Kontrast und solche Späße. Ich kann das aber auch relativ schnell wieder so zurücksetzen und dann
ja, entsprechend noch ein bisschen was rausholen aus meinem Videomaterial. Ich kann Texte einfügen, ebenfalls ganz nett. Intros, Titel kann ich dann entsprechend einfügen. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach sagen, ich möchte jetzt hier sowas hier rahmen. Ziehe ich einfach mit hier rein, habe ich hier eine neue Spur. Und dann sieht man jetzt hier, dass hier dieser Text dann entsprechend eingefügt wird. Doppelklick kann ich das bearbeiten. Schriftart, Effekte, machen wir einfach mal Hello World. Das ist so, naja, was der Programmierung. Und wenn ich das dann sozusagen dann abspiele, dann kommt erstmal ein bisschen Ton. Und man sieht dann hier auch, dass das Ganze mit so einem schicken Effekt dann hier eingeblendet wird. Also hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten mit dieser Software da, schnell irgendwelche Sachen und Effekte da zu machen. Ja, zum Schluss vielleicht noch ein paar Sachen, die ich selber nicht nutze, die aber vielleicht für Videos interessant sind, die jetzt eher im privaten Umfeld erscheinen oder, naja, vielleicht auch für YouTube oder solche Sachen. Man gibt hier verschiedenste Vorlagen, zum Beispiel Elemente und Audioelemente, die man sich einfach hier reinziehen kann, wie jetzt hier zum Beispiel der Misthaufen. Na, man kennt die schon, das wird jetzt was runtergeladen und dann kann ich den hier sozusagen schnell einblenden. Ist doch nett, oder? So, und ebenfalls kann ich dann hier zum Beispiel noch Musik mit einbinden. Da gibt es auch entsprechende viele Vorlagen jetzt hier. Zum Beispiel, was könnten wir denn jetzt hier, machen wir elektronischer Rock, machen wir das hier mal, ziehen das hier auf die Tonspur und dann gucken wir mal, wie das Ganze klingt. Also, ja, klingt jetzt auch nicht so schlecht. Also ist sicherlich für Videos interessant, wo man selber nichts erzählt. Zum Beispiel irgendwelche Urlaubsbilder oder Videos, die man dann irgendwie so ein bisschen mit Ton hinterlegen möchte. Ja, im Prinzip, es gibt noch viele, viele andere Sachen, die man jetzt hier ausprobieren kann, beziehungsweise machen kann. Man kann hier zum Beispiel noch einen Kommentar aufnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas zeige und das nachträglich vertonen will, das geht dann auch im Prinzip alles. Es gibt jede Menge Funktionen und wie gesagt, man kommt mit der Software sehr, sehr schnell zum Ziel. Ich kann die Software durchaus empfehlen. Ihr seht ja, ich verwende die jetzt hier für alle meine Videos, einfach weil ich da schnell zum Ziel komme. Wer das ausprobieren will, ich packe mal einen Link unten mit rein. Ihr könnt die Software kostenlos testen. Es ist jetzt keine kostenlose Software. Also beim Export erscheint dann eben ein Wasserzeichen. Und ansonsten gibt es dann die Vollversion. Ja, durchaus überzeugt, sonst würde ich dieses Video jetzt hier nicht machen. Man kommt da doch wirklich sehr, sehr schnell zum Ziel. Und ja, probiert's aus. Also in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom EKB-Blog.